Jo, ich habe das falsche Video auch verlinkt. Okay, ich muss hier nochmal den. Da ist das Richtige. Das ist der fünfte Battle. Nochmal zurück. Okay, jetzt habe ich auch noch das falsche Video verlinkt. Das heißt, ich muss das nochmal kurz ändern. Ich begrüße euch auf jeden Fall zu einem neuen Stream von mir. Und ja, wir wollen heute das fünfte Battle von Daniel. Ich muss mal hier kurz meine Dings ausmachen, die letzten Spenden. So, okay. Jetzt haben wir die drin. Also, es ist das fünfte Battle von Daniel gegen Eddie. Beides natürlich wunderbare Spieler, erstklassige Endeur-Spieler, erstklassige Skatspieler, super Analysten. Und ja, man kann gar nicht die beiden mehr loben. Ich möchte jetzt diese. Wartet mal. Ja, diese Liste quasi bewerten, beziehungsweise ja, live kommentieren. Ich muss hier ganz kurz nochmal den Link rauslöschen. Ich habe nämlich den falschen Link in der Beschreibung. Ich hatte das Intro, das Einführungsvideo hatte ich gemacht. So, jetzt müsste es richtig sein. Okay. Ich hoffe, es ist soweit alles okay. Ich muss jetzt mal ganz kurz selber noch mal schauen, bevor ich hier starte, ob das alles mit der Technik soweit funktioniert. So, jetzt muss ich mal kurz auf meinen Kanal gehen und gucken, ob ich live bin. Ja, wir sind live. Alles klar, wunderbar. Gut, dann können wir starten. Also. Hallo zusammen, willkommen zu unserer nächsten Skat Battle en Deux. Herzlich willkommen, Eddie. Ja, guten Morgen. Mal wieder aus guter Tradition ein kurzer Blick in das Highlight der letzten Serie. Da ist ja eine richtige Perle vorbeigekommen. Ein echt interessantes Spiel. Spiel 7, ich habe es hier schon mal aufgedeckt. Du sitzt in Hinterhand, hast ja ein sehr schönes Spiel verloren. Was Ja, ich habe ist. erstmal ganz gut gefunden und dann hatte ich vermeintlich ein sehr gutes Spiel. Und dieser Aufschlag Pik 9, Pik 7, der war natürlich, da stand ja eigentlich fast schon alles drauf, so in Wirklichkeit. Und du sagst es dann, glaube ich, ziemlich schnell 60 und diesen Weg für 60 habe ich natürlich auch sofort gesehen. Aber ich hatte ja ab dem Moment, nachdem dieses Spiel zu Ende war, die ganze Zeit das Gefühl, dass ich dieses Spiel hätte irgendwie besser spielen müssen und auch gewinnen können. Und es sollte sich ja dann tatsächlich herausstellen, dass dem auch so war. Ja. Ja, die gehen jetzt hier gar nicht so direkt drauf ein, wie dieses Spiel hätte umgehen können. Also ich habe das auch in dem Video vom vierten Stream, habe ich es drunter geschrieben. Und zwar kann, also das habe ich natürlich auch nur rausgekriegt, nachdem ich mich lange mit diesem Spiel befasst habe. Eddie kann dieses Spiel tatsächlich gewinnen. Dazu muss er sein Pik Ass und seine Pik Lusche abwerfen, dann kann er dieses Spiel mit 61 gewinnen. Ist tatsächlich die einzige Möglichkeit für ihn, dieses Spiel zu gewinnen. Das hat er hier nicht gemacht, aber das war in der vierten In Liste. der Tat, Und wir haben ihr hinterher könnt uns dazu das vielleicht die natürlich vierte Liste nochmal nochmal gucken angeschaut und und guckt mal in den ich Kommentaren muss ja sagen, darunter. ich habe es nicht gesehen, Oder legt habe mal einfach gestaunt, dass dieses du das Spiel so schnell selbst in der hin. Serie schon, sag ich mal, erkannt hast. Ich habe den Weg nicht gesehen, ganz offensichtlich, sonst hätte ich ja nicht mit der Pik 9 geöffnet, wenn ich diesen Ausweg für dich noch gesehen hätte. Man muss natürlich hinzufügen, ich wusste natürlich noch nicht zwingend, dass Pik König gedrückt war. Wenn der Pik König nicht unten ist, dann ist das natürlich eine schöne Falle, wo sowieso so oder so gar keine Wehr für dich bestanden hätte. Ja, Ja. so habe ich damit die Tür ein kleines bisschen aufgemacht, ne? Ja, tatsächlich. Ja. Obwohl es ja für dich auch wirklich so aussah, als wenn diese Pik 9 komplett ungefährlich ist. Und das ja auch ein wirklich seltenes Motiv ist, was dann in dem Spiel tatsächlich zum Sieg geführt hätte. Wollen wir an der Stelle vielleicht nicht mehr verraten, wen das nochmal interessiert, wer da sich jetzt angesprochen fühlt, der kann ja mal rausknobeln, auf welchem Weg Eddie das Spiel hätte gewinnen können. So, und dann würde ich mal sagen, ab in die nächste Battle. Also es Eddie ist macht einen jetzt Tisch auf. das Eddie macht einen fünfte Tisch auf, da ist er Battle schon, von ich den bin dabei. beiden.
Ariel ist schon Bisher da. lag Göttblatt, Daniel mit knapp Aufsehen mit 300 Punkte Gebrüll. vor. Gutblatt. Aufsehen mit Gebrüll. So, hier sagt Daniel schon Aufsehen mal mit relativ Gebrüll. mutig So, wir wollen ja 18. hier nicht gleich mit einer Arbeitsverweigerung Also ich starten. weiß nicht, ob ich bei der Karte hätte 18 gesagt beim Ondö gegen Und Eddie. Also ich glaube, ich hätte es was gepasst. machen wir? Was Aber er machen findet wir? natürlich ganz hervorragend Herz Ass und hat jetzt hier einen Sechstrümpfer mit Ja, so Ass-Bälle zum Warmwerden so ein und Ass ist bisschen natürlich eine sehr solide gedeckt Karte. halten und dir zumindest im Aufschlag die Chance geben, nochmal was falsch zu machen. Deswegen nur einmal offen. So, So. jetzt guckt er sich hier die Karte an und stellt fest, Trümpfe 3 zu 2, hinten steht Trumpf 10 und Karo Bube für ihn ideal und Pik steht auch 2 zu 2. Also Eddie hat hier bei dem Spiel keine Chance, aus dem Schneider zu Mensch, kommen. sitzt die Karte schön artig. Richtig schön artig. Pauschal, erster Eindruck ist absolut Schneider. Der zweite Eindruck wird wahrscheinlich nichts anderes ergeben. Ja, da auch noch Wenn der ich wissen, Karo. wie viel eingefasst in dieser Liste jetzt kommen, spielen wir mal ein Weil bisschen. durch die Da der. Trumpfverteilung gibt Daniel tatsächlich hier nur einen einzigen Trumpfstich ab. Das ist natürlich ideal und jetzt passiert hier gleich noch mal eine Karo lustige Bube jetzt Anekdote. natürlich hier Blankstand, Eddie zwar ein nimmt nämlich den Trumpfstich und Pik nicht raus. Pik 2-2. Perfekt. Vielleicht spielt Daniel noch mal Pik König Was ist nach. denn hier passiert? Ich dachte, jetzt ist Naja, es auch okay, wirklich, jetzt willst du es auch. Hat Daniel spielt den nicht Pik nicht König nach. rausgenommen Ich war ganz und überrascht, dass ja, das Spiel noch dadurch die weiterging und ich einzige habe Stich Chance gesucht, gebildet. aus dem Schneider zu kommen. Ja. So, Den wollte ich dann auch nächstes nicht Spiel. mehr. Ja, hier hat er mal Da ganz kann man schlecht immer 18 gefunden, sagen. der Daniel. Da hätte ich natürlich auch auf jeden Fall 18 gesagt. Ich glaube, er spielt den jetzt auch komplett geschlossen, hätte ich genauso gemacht. Er überlegt nochmal, ob er den Skat nochmal ändert. Immerhin ist die Drückung nicht so schnell wie sonst immer bei dir. Wen Herz schätzt du stärker geschlossen. ein? Herz Also, geschlossen. Bitte kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. ich Kommen Sie. schätze Eddie stärker Ach ein du im Elend. Pik 10 Ondö. Bursche. Ich glaube, Er hat ja der auch war viel mehr nicht Übung. blank. Attraktiver geht's nicht, ne? Oh, 4 Trumpf dagegen. Ah, So, ja, Kreuz er mit hat jetzt 2. hier, das hätte ich übrigens auch gemacht. Und Ich du hätte hast die auch ganze Karo vorne. Lusche. Also Er wir hat spielen nicht Karo Ass einfach. 10 Ach ist so, wegen draußen. Ich hätte auch Kreuz auf mit diese 2 10 Augen Karo Lusche abgeworfen. natürlich. So, jetzt sieht er hier, Ja, es ich denke mal, das hilft mir jetzt steht natürlich Kreuz beim Ondö. 2-2. Habe ich in dem Fall Und mehr es Vorteil, stehen zwar vier die Trümpfe Karte gegen, schon aber zu im sehen. so einem Fall Denn ist ich kann das hier kein natürlich Problem. jetzt, Er kann sich die erstens weiß ich, dass Kreuz Kreuz 2-2 steht etablieren und zum und anderen er weiß ich, kann dass gleich sogar ein am Ende kleiner Jagd Trumpf machen auf Untertrumpf Trumpf Ass. besser für mich ist. Und den machen wir jetzt einmal. Oh, wieso kann ich eigentlich den letzten Stich nicht mehr sehen? Okay. Spielt ja auch alles keine große Rolle. Achso, Trumpf Unterzug, nebst siebten Kreuz abwerfen für Ja, Rest. Eddie kann den Trumpf nicht, den letzten Stich nicht mehr sehen, weil er seine Karte schon draufgelegt hat. Also es ist so, dass du den letzten Stich nur dann sehen kannst, wenn du selber noch im Folgestich eine Karte in der Hand hast. Wenn du den Stich aber bedienst, ist vollkommen egal, ob hier mit Oma gespielt wird, dann ist der verdeckt. Das ist bei manchen Skat-Plattformen ist es anders. Ich glaube, bei der Skatstube kannst du, solange der Stich noch nicht komplett abgeschlossen ist, den Stich nochmal angucken, egal ob du noch eine Karte gelegt hast. Aber hier bei Euroskat ist es anders. Sobald du eine Karte gelegt hast, ist der Stich weg für dich. Das ist ja auch eine ganz einfache Variante. Ja, Trumpf Ass ist natürlich dann sonst gefährdet So, und er der kann jetzt jetzt hier Rest machen, indem ist er besser. abwirft. Hat er jetzt am Ende Rest? Da kann Eddie nichts mehr machen mit seinen drei Buben. Obwohl das Spiel nicht so stark war, hat er Glück gehabt, dass die Ja, das Kreuzen hat sich 2 zu schön 2 motiviert im standen Ondö, und wo man hat hier diese dieses Karte Spiel schon früh gewonnen. aufbauen kann. So, hier sage ich natürlich auch 18 in Vorhand. Er findet hier, ja, so ein bisschen suboptimal, spielt jetzt den Nulle Wehr Der mit der geht blanken mal 8, mache ich 1-0 genauso als Kuvert Ausspieler. durch. Zwei Kreuz gedrückt. Aber nichts los. Zwei Kreuz gedrückt und trotzdem gewonnen. So, den hätte ich auch gepasst. Ja. So, da bin ich ja wieder gut aus den Startlöchern rausgekommen. Jetzt kommt der erste Konter, die erste Hausnummer auch doppelt offen. Und So, warte mal ganz kurz. Jetzt muss ich mal hier gucken. Das finde ich hier schon relativ offensiv, diesen Herz zweimal geöffnet zu spielen.
weil er in Karo löchrig ist, in Trumpf ist er löchrig und in Pik hat er auch nicht die 10 gedrückt. Er hat jetzt gedrückt, hatte er Kreuz, König, Kreuz 8. Also dieses Spiel hätte ich nicht zweimal geöffnet. Also sehr offensiv hier von Eddie. Ich hätte den wahrscheinlich komplett geschlossen gespielt. Er hat natürlich Glück mit der Verteilung. Er kriegt hier die blanke 10. Er gibt nur einen Trumpfstich ik und in Pik Ass 10, also in Pik gibt er auch nur 14 ab, weil hier 10 König, Ass 10 König auf einer Hand steht. Also die Karte stand schon recht glücklich für Eddie. Sitzt auch gut, würde ich denken. Doppelt offen, Pik Und Ass 10 was steht auch noch nur dazu hinter kommt, auf dir, die alles zwei klar. Karo-Stiche, die Also er hier Kreuz, mit was König steht Dame noch macht, hinter kann er dir? hier nur 13 Augen reinlegen. Jetzt kann man hier sogar die Trumpflusche spielen. Ich denke, das wird nichts verändern. Ich will nur nicht immer so schnell spielen, weil da passieren immer die größten Unglücke. So. Ja, hier passiert aber nichts. Sogar in Pik fallen ja hier nur ganz 14 klein, Augen. kleine 14 Augen. So, und was machen wir in Karo? Da ist auch nur ein Voller hinten, um zu schmieren. Da kommen wir sehr gut raus. Irgendwo zwischen 40 und 50 müssten wir einlaufen, ne? Ja, sowas in 27, 41, also 48 oder 47. Aber sagte ja Daniel zwischen Nehmen wir direkt mit. 40 und So. 50. Ich glaube, es waren am Ende 47. Ja. So, hier in Vorhand hätte Ah, ich zu einem. wahrscheinlich 18 gesagt. Und Vorlage. da müssen wir noch mal kurz zurückgehen. Da hat er, glaube ich, ein kleines Ding versemmelt. Also, es ist eine volle Karte. Du wirst angepasst und du bist Ausspieler. Das sind die zwei Faktoren, die einfach für eine 18 sprechen. Hier hat er meines Erachtens ein bisschen zu defensiv gereizt, weil wir können ja Ah, gleich zu sehen, dünn. es Pik lag Junge. Da lag er wieder. tatsächlich Pik Bube im Skat. Warte mal noch mal ganz kurz zurück. Okay. Ich muss Pause machen, wenn der Skat aufgedeckt wird. Ah, zu dünn. So, Pik Bube und Pik Lusche. Pik Bube und Pik Lusche. Also er hätte hier einen wunderschönen Pik zweimal geöffnet spielen können. Also entweder die Option, er drückt sich beide Asse blank und hält 10 König, hat dann 6 Trümpfe mit Zweien. So hätte ich gedrückt und spielt den zweimal geöffnet. Oder er drückt Kreuz 10 König und hält zweimal Ass Dame mit 6 Trümpfe. Halte ich für etwas schwächer, aber kann auch ein starkes Spiel. Also da hat er ein bisschen Punkte liegen lassen Ah, aus zu meiner dünn. Sicht. Pik Jung. Da lag er wieder. Pik Jung war drin. Ich habe einen Rollmops mit zwei Assen allerdings. Ja. Zu dünn, trotzdem 18. Wunderbar, wunderbar. Ja. Ich glaube, dass die höhere Gewinnwahrscheinlichkeit dieses Spiel hat, wobei das auch nicht zwingend so sein muss. Aber Reden wir denn jetzt wieder zwischen 95 zu 96% oder irgendwo, wo es ich jetzt würde sagen, interessant das wird? Spiel hat so um die 78% eher. 78, na So, dann, habt ihr oh, ein gemerkt, was er Null, gerade ein gesagt Null. hat? Dieses Spiel hat ungefähr um die 78%. Und das ist für mich eine Entscheidung, warum er so gedrückt haben muss, wie er gedrückt hat. Man muss natürlich dazu sagen, ich hatte nicht null gereizt. Also die Verteilung Ja, ist jetzt schon mal und sehr da sieht man interessant. es schon, da Ich sieht mache jetzt man mal hier es Pause an schon. der Stelle. Also man sieht natürlich, also die zwei Farben, die Eddie haben kann, ist einmal Herz, da fehlt das Ass und die Dame in Herz. Und in Karo fehlt die 8 und die 9. Und durch diese Aussage, dieses Spiel hat 78%, muss er meiner Meinung nach Karo 8 und 9 in der Hand haben, weil wenn du die blanke Dame hast, hast du maximal 50%, beziehungsweise vielleicht ein Ideechen drüber. Es könnte theoretisch bei der blanken Dame der König auch blank stehen, aber
Also eher 50%. Und da er aber diese Aussage trifft, das Spiel hat 98%, ist aus meiner Sicht klar, dass er Karo 8 und 9 haben muss. Zumal es ja auch viel stärker ist, Karo 8 und 9 zu halten, wenn du keinen weiteren Karo gedrückt hast, als die blanke Dame. Aber wir werden sehen, Daniel hat Gut, hier du wirst natürlich zwei kleine Herz Schwächen gedrückt haben, gezeigt, alles aus andere, meiner sonst Sicht. würdest du nicht von Du dieser musst sehr guten Chance ausgehen. zwei Also Blanke sogar gehabt. Das ist fünfmal so, der Weg ist Kreuz, natürlich ganz dreimal. kurz, die zum Weg. Er hat ja hier viermal Karo, die er abwerfen muss. Er hat ja hier blank den Kreuz ausgespielt. Jetzt kann er hier noch einmal Kreuz nachspielen. Dann kann er hier den Pik wegwerfen. Dann kann er dreimal Pik spielen. Und theoretisch könnte er auch noch ein viertes Mal Pik spielen. Dann sind alle Karos weg. Oh, da muss ich mal kurz dran gehen. Ich mach mal kurz den Ton weg. Okay, also, das ist der Weg, wie man hätte alle vier Karos abwerfen können. Peak. Zwei Herz gedrückt. Zwei Karo im Blatt. Das ist einer der 22% der Fälle, der nicht funktioniert. Jetzt Würde ich mal so sagt er sagen. sogar noch, er sagt sogar noch, dass er dieses Spiel verliert. Sagen, dass ich da ganz locker mit Karos loslaufen kann. So, selbst wenn ich jetzt Karo 8 und 9 gedrückt habe. Ja, wenn du Karo 8 und 9 gedrückt hast, dann fällst du ja jetzt gleich auf. Aber wenn du ein Karo und Gedrückt ein Herz habe. gedrückt hast, dann hält das Ding. Und das ist jetzt natürlich wieder die Geschichte. So ein ähnliches hatten wir bei mir ja auch, ne? Bis hierhin konnte ich ganz locker spielen. Und jetzt geht's nochmal los. Du gibst mir hier die Karo 8. Das ist natürlich Ganz tricky. völlig unerheblich hier. Ob du, vielleicht sagt das mir sogar eher, dass du tatsächlich mal Herz Dame im Blatt hast. 8 und 9, 8 und 9 mit einem 5, 5er-Feld und einem 3er-Feld. 8 und 9. Ich sag, du hast Herz oben. Bei dem Null, echt? So, Ja, und dann würde ich sagen, ist die jetzt, Geschichte erledigt und ist Eddie natürlich gewinnt 0. Daniel ein bisschen Ja, ich habe mir auch angeschlagen und so das gedacht, dass hat ich aus meiner nun Sicht auch vielleicht eine Wirkung doch auf ihn, anfangen musste. dieses Spiel ihm geschenkt zu haben, weil er jetzt auf diese Karte in Hinterhand reizt. Natürlich kann man den reizen, wenn man gut findet, aber er ist A, ist er nicht Ausspieler? B muss er als erster reizen und C ist das ein sehr teures Spiel. Ich hätte dieses Spiel jetzt hier an der Stelle nicht gereizt. In Vorhand, wenn du angepasst wirst, auf jeden Fall. Aber du bist in Hinterhand und hast ein Spiel ohne Vieren und du musst als erster 18 sagen. Das war aus meiner Sicht ja schon quasi der dritte Fehler von Daniel. Also A, dass er das eine Spiel in Vorhand nicht gereizt hat mit den zwei Assen. Der besetzten 10 mit dem König und den zwei Jungs. Dann dieser 0, aus meiner Sicht auch ein ja, klarer Fehler. Und jetzt dieses Spiel hier 18 zu sagen, das hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht. Ach so, du hast so lange überlegt, Ja, ich habe überlegt. und dann doch 18 gesagt, ja. So, Dann habe und ich 18 jetzt gesagt. hat er den Salat, er hat schlecht gefunden und hat jetzt hier höchste Probleme. Also ich hätte dieses Spiel wahrscheinlich null weggeworfen, weil ich da gar keine Gewinnchance drin sehe. Daniel hat es nochmal probiert. Er hat jetzt gedrückt.
Herz 10, Das Kreuz war auch 10 nicht und hat erbaulich, muss den ich Herz sagen. ohne Das war 5 nicht gespielt. erbaulich. Da Viele mögliche müssen ja so viele Sachen Aktionswahlen passieren. Also es ganz muss, erstmal müssen die Kreuzen 1-1 stehen, um den Kreuz voll nach Hause zu kriegen. Und jetzt muss er eigentlich noch eine blanke 10 kriegen, um den sechsten vollen zu kriegen. Oder er braucht zwei Könige. Also die Wahrscheinlichkeit ist so gering, Herz dass er mal dieses wieder, Spiel mein gewinnt. Und es ist Lieblingsspiel so inzwischen. teuer. Also ich hätte tatsächlich keine 18 gesagt. Und wenn ich das Spiel gekriegt hätte, hätte ich 0 verloren. Das geschlossene Herz. Also, Spielst ja. Herz geschlossen. Wow. Und jetzt sieht er hier, er kriegt gar keinen König. Er 21, kriegt überhaupt 5, kein Bild. Kreuz, Ass und Herz 10 gedrückt natürlich, logisch. Trumpf 10 und Kreuz Ass gedrückt sind 21, 31. Wie viel Trumpf haben wir denn dann überhaupt oben, wenn wir Trumpf 10 gedrückt haben? Das ist ja, sind ja gar nicht so viele Trümpfe, die Sie da haben, Herr Schäfer. 5 und 3 sind Viel, 8. viel sind das Also nicht. zwei, ein Zweitrümpfer. Ja. Und erstmal Stärke präsentieren. Trumpf spielen natürlich. Das gefällt Ja, das natürlich gefällt dir das. Habe ich denn bessere Züge? mir. Wahrscheinlich nicht, aber du kriegst jetzt noch irgendwie so viele Asse kann man eigentlich gar nicht gedrückt haben, ne? Wie mache ich denn das jetzt überhaupt? Ach so, ja, doch, Ja, erst leider, den kann leider, ich. leider in So, Karo hinter gespielt. ihm steht er ja jetzt in Karo mit König und 9. Also hat er jetzt gar keine Alternative hier. Wenn er jetzt Karo Ass rausnimmt, kriegt er die Lusche. Was soll er jetzt spielen? Jetzt kann er noch mal Trumpf spielen. Er könnte noch mal Karo reinspielen. Dann kommt der siebte Karo. Dann fliegt hier schon die Pik-Lusche raus. Also er hat gar keine Chance hier jetzt noch an irgendein Bild ranzukommen. Und er bräuchte zwei Könige, um dieses Spiel zu gewinnen. Also er hat hier gar keine Nicht das Chance. Bild raus und Er nimmt. Hast du schon verliert wieder auf dieses Ding hier 61 mit mit zwei Königen ausgezählt, ne? 52. Das war die Idee, aber ich habe Ja. das Warte mal, oder stimmt eine das überhaupt? 10, aber ich habe das Gefühl, es sitzt hier 20 weder das gedrückt? eine noch das andere. Nee, Lass mich das mal einfach 21. Nee, mal. warte, Ja. 20 hat er gedrückt. Schnelles Spiel ist die 31, 53 kriegt er auf das Spiel. ist der erste Fehler. So oder so kommst du immer mit der Karo 10 auch wieder nach vorne, kannst noch den letzten Karo bringen. Ich habe das Gefühl, das war wirklich keine gute Findung. Ja, komm, da geht ja nichts kaputt. Da geht nichts kaputt. So, ich krieg die Herzen nicht. Ich krieg die Pik-10 nicht, ich krieg ja wohl nicht mal den Pik-König. So, Aufgabe. Das ist jetzt auf jeden Fall auch ein Spiel, was man im richtigen Skat nicht gesehen hätte, dass hier ein Dreitrümpfer Herz angesagt wurde, sondern da wäre wahrscheinlich doch eher der Fünftrümpfer mit beiden Trumpfvollen und zwei Seitenassen angesagt worden. Ja, sechs Augen gedrückt wäre auch ganz attraktiv gewesen, aber diese Herz-10 im Dritt beim Rondeau. Auch sehr offensichtlich. Wir wären auch direkt natürlich vier Trumpf gestanden und Herz zu viert, also das Ding hätte ich auch nicht gewonnen. Ja, so mit einer blanken Die 10. Oma war mal wieder besattelt. Die Oma war besattelt. Die Oma war dick besetzt. So, was machen wir hiermit? Lass Irgendwie mal. habe ich gerade das Gefühl, dass Daniel keine gute Phase hat. Erst unglücklich beim Null agiert, dann ein Dreitrümpfer angesagt, der nicht ging und jetzt schon wieder am. Ja. Habe ich Die das richtig analysiert, Daniel? Tiltphasen beim Rondeau, die kommen ja immer schnell, ne? Und das geht manchmal ratzfatz und du bist stark unter Na gut, Beschuss. die Phasen, die du hast, die nennt man ja nicht Tilt, die nennt man höchstens ein bisschen mit Adrenalin vielleicht versehen. Ui. So, aber doch so gut die Karte. Drei Ja. Alte und eine 10 und ein Ass sind in der Hand. Ja, also er gibt hier bei dem Kein Spiel nur drei Trumpfstich. Stiche ab, kann das Das Spiel ist auch nicht schon mal ganz verlieren, gut. kann alle Trümpfe So, Karo 10, rausziehen. Hier Lusche, hinten Pik, auf Ass der 8 Oma-Hand und steht ja Kreuz kein 7, einziger 8. Voller. Also Punkt Daniel. unverlierbar für ihn dieses Ja, Spiel. na, ich Da bin gab es, natürlich meine kann denn hier Sorgen sowieso nichts nicht mehr werfen zu holen für irgendwie. Eddie. Ich bin natürlich meine Sorgen los in dem Moment, wo Trumpf nicht zu Kein viert Trumpfstich steht. draußen jetzt, ne? Ja, jetzt steht das Karo Ass auch noch blank.
was soll ich sagen? Das weiß ich nicht. Hätte man mal Karo 10 oben gehalten, ne? Das wäre eine Variante Dann hätte man gewesen. Schneider gespielt. Ja. So, so ist egal. Okidoki. Karo Aus. 10 oben doppelt offen, 30 Punkte schon wieder liegen gelassen. Oh So, Mensch, und da kommen aber auch heute die jetzt Einschläge durch. wieder so eine Karte. Hinterhand ist ein kleines Tickchen stärker als der ohne Vieren, weil er halt einen Bube hat. Also zumindest von der ist der nicht so teuer. Und auch hier weiß ich gar nicht, ob ich hätte 18 gesagt. Aber er hat, weil er jetzt schon in Zugzwang ist, er liegt jetzt, hat jetzt dieses Spiel verloren, hat er jetzt hier auch 18 gesagt. Und jetzt kommt aber eine quasi Glanzleistung Alles so von Dinger an der Daniel. Kante. Alles so Dinger an der Kante. Und zwar hat er dieses Spiel Zwischen haben und richtig gut wollen. gedrückt. Ich sag wieder 18. Gut, er weiß jetzt nicht, Ich dass er sag diesen wieder Kreuz 18. hätte auch relativ einfach gewonnen. Das weiß er nicht. Aber er entscheidet sich jetzt wieder für. Und ich sage, dein Gegner in diesem Also Spiel sollte zuerst hat er einen den Gegen, Kreuz. den Habt ich ihr nicht, gesehen? das Er ist die wollte erst den Oma, Kreuz spielen. Jetzt ergänzt entscheidet die er sich, Oma, ja. den Pik zu spielen. Ich weiß nicht, ob das schon zu Und viel verraten war. er. Die Du willst Oma jetzt hat erst sich wieder 20 drücken, genauso vollgesogen. wie Das ist doch schon vorhin. gut zu wissen. Bei dem Spiel, Jetzt. das ist ja fast identisch. Einmal hat er hier vorhin Ass-Dame gehabt und er hatte auch die 10 zu viert. Nee, da hat er sogar die 10 zu, das Ass zu fünft gehabt. Also Ass, 10, König, Dame, Lusche. Und jetzt drückt er aber anders. Jetzt drückt er um. Jetzt drückt er hier die Herz Ah, ich 8 darf ja auch nicht zu viel verraten, und die Kreuz sonst 10 und hält du die Trumpf ein 10 kleiner oben. Hinweis und du hast ja wieder alles schon ausgeguckt. Ich Naja. liebäugle jetzt mit dieser Drückungsvariante. Ich liebäugle, aber liebäugeln alleine. Liebäugeln. Ich liebäugle auch mit dieser Variante. Es gibt viele Möglichkeiten. Das ist ja schon mal die gute Nachricht, ne? Und das Witzige ist ja, schaut euch gleich mal das Spiel an. Wir machen das mal so. Wir machen das mal Eddie so. spielt Karo aus, Daniel Ja, schneidet da wollen wir mal direkt in den Schnitt und gehen. Ach du jetzt, Scheiße. Die Oma wieder. Du hast es ja nach diesem gesagt. Ich Ausspiel, hatte es kann erwähnt, Eddie ja. Ich dieses konnte Spiel jetzt nicht mehr Kreuz 7 gewinnen. spielen, nebst Karo, nur in Abwurf um erst. Er kann jetzt dieses Spiel gar nicht mehr gewinnen, obwohl die Karte so extrem sitzt. Er ist kreuzfrei. Hat fünf Trümpfe dagegen. Und er, von Hause aus hätte er dieses Spiel gewinnen können, wenn er hier mit Trumpf gestartet hätte. Also er hat Trumpf 8 und 9, aber ich glaube, das macht keiner. Mit der Karte hier Trumpf auszuspielen. Er hat jetzt ausgespielt von Karo 10 König Dame, hat er Karo Dame ausgespielt. Und ich denke mal, das ist ein ganz normaler Zug. Den hätten wahrscheinlich viele gemacht. Und ja, aber jetzt kann er tatsächlich dieses Spiel nicht mehr gewinnen. Das ist unglaublich, dass Eddie schafft es nicht mehr hier, diese Herzen loszubekommen. Das Problem ist jetzt, dass der fünf Trümpfe hat, die ganze Zeit Kreuz stechen muss. Also er entscheidet sich jetzt dafür, hier Kreuz Lusche auszuspielen. Er wirft hier den Karo weg, um den Karo Ass 10 Abstich zu haben. Und aber das ist vollkommen egal. Er kann jetzt spielen, wie er will. Zu diesem Zeitpunkt kann er nach diesem ersten Stich dieses Spiel nicht mehr gewinnen. Der Eddie. Und das war Passend zu natürlich gucken, wie du gedrückt hast, diese gleichzeitig geile wahrscheinlich. Drückung hier. Obwohl, du hast natürlich Wir sehr gucken uns jetzt mal an, wie das wahrscheinlich Spiel Trumpf läuft. 10 sowieso gedrückt. Ist das überhaupt schlau? Dann nervst du mich mit deinen ganzen Piken, mit deinen ganzen. Ja, aber das ist ja eigentlich jetzt alles egal. Um herauszufinden, ob du Ich Trumpf denke, du hast 10. Luxusprobleme, ne? Ich denke, du hast Ich Luxusprobleme. weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau.
Ja, der Daniel wieder. Er will Hey nicht Daniel. die Arbeit verweigern, er will die Oma herausfordern. Ja. Ich überlege. Leute, schaut euch das an, was dann passiert, wenn ihr es euch mit der Oma verscherzt. Ja, ich will ja wirklich jetzt nicht hier. Das ist ja. Ich glaube, die sicherste Variante ist, den zu spielen. Nebst den, dann den. Ja, Eddie geht jetzt die ganzen Möglichkeiten durch, Gibt es was er denn jetzt hier gedrückt noch haben wirklich könnte. Das komische ist natürlich extrem Drückvarianten, die durch schwierig. diese komische Geschichte Er hier geht davon aus, dass eventuell mal gefühlt Daniel jetzt genauso gedrückt hat wie vorher. Trumpf 10 und Kreuz 10, 20 gedrückt und mit Ass Lusche, Ass Lusche da steht. Davon ist er jetzt mal erste ausgegangen. Zeit. Wir wissen ja beide, zu schnelles Spielen, zu überhastet. Das sind die üblichen Fehler, die beim Skat passieren. Was hat der Daniel hier gemacht? Karo Ass Lusche und Herz Ass Lusche oben gelassen, um natürlich da eventuell genug rauszuschneiden und dann Trumpf 10 und Kreuz volle gedrückt. Aber wie du ja schon korrekt erwähnt hast, gibt es hier mehrere Varianten. Ist übrigens sehr analog, kann ich mal sagen. Deswegen war ich vorhin so am Schmunzeln. Ganz analog zu meinem eben getauften drei Trümpfer. Nee, zwei Trümpfer. Ja. Da hatte ich zwar zweimal Ass Dame und auch wieder diese 10 im Dritt mit einem Fünfer Trumpffeld, was ich dann nicht taufen wollte. Hier habe ich zwar einen Buben, weswegen ich jetzt einen Trumpf mehr habe, aber und statt Ass Dame, Ass Dame, diesmal auch Ass Lusche, Ass Lusche. Aber in der Summe habe ich sofort nach der dusseligen Skataufnahme das Gefühl gehabt, dass ich vor genau den gleichen Problemen stand wie im Spiel davor und dass es auch nicht viel bessere Lösungsmöglichkeiten gibt. Vielleicht habe ich meine Chance etwas stärker eingeschätzt, weil ich eben die Damen nicht geführt habe, sondern die Luschen unter den Assen. Aber wir sehen ja, was dann los ist. Die Oma hat sich vollgesogen, ist eine Farbe frei. Also was man natürlich sehen kann, wie Die die Oma Karte hat sich verteilt ist, vollgesogen, ist eine wäre Farbe frei. So, der aber jetzt müssen wir ja Kreuz auch mal ganz einfach irgendwie. gelaufen. Also beim So, ich Kreuz habe hätte halt sich Eddie irgendwie gar das nicht Gefühl, groß dass wehren Daniel mich können, nerven könnte in diesem Spiel hier mit den ganzen Kreuzen. Weil er immer wieder hier ans Spiel kommt mit den Buben und am Ende spielt er Daniel eben die könnte Pik mich 10 nerven mit den hoch. ganzen Da kann sich Kreuzen. Eddie überhaupt nicht gegen wehren. So, 21,7. Wo kriegt er eigentlich jetzt den letzten Also wenn er Freien hier her? Ist das tatsächlich den wirklich Kreuz jetzt spielt und hier? drückt, wie er schon Ich so gebe hier gedrückt natürlich hatte, jetzt wirklich eine Drückvariante. Je nachdem, was ich drückt sich jetzt beide Asse mache, blank. dementsprechend könnte Daniel gedrückt haben, dass das alles doch gar nicht so gut ist. So, was hatten wir jetzt hier gesagt? Achso, genau. Ja. Ich weiß, ich spiele es jetzt trotzdem mal bekloppt. Wir gucken einfach mal. So, okay. Das spricht jetzt natürlich alles noch viel mehr dafür, dass ich recht habe. Ja, Die Frage ist nur, ob das. das wird dich ja nicht beunruhigen. Jetzt müsste ich jetzt Karo Ass gedrückt haben. Das wäre jetzt cool, ne? Aber dann kann ich ja auch nicht gleichzeitig. Doch, Karo Ass und Kreuz 10 wäre jetzt ganz gut, ne? Ja, du sagtest, ich nerv dich vielleicht mal mit Kreuz. Okay, machen wir. Jetzt müssen wir nur mal kurz überlegen. Also 21, 31. Also ich werde das jetzt wie mal ein bisschen abkürzen. Wir springen jetzt mal ein bisschen vor. Also er hat jetzt hier den Kreuzkönig gestochen, spielt ihn jetzt in Herz ein, jetzt kommt wieder Kreuz. Den sticht da. Nee, hat er den gestochen oder hat er da So, Herz abgeworfen? 31, 46. Das wär's Ja, natürlich wirklich. er hat Kreuz abgeworfen. Jetzt muss er den Karo stechen. Und ja, zum Schluss, er hätte jetzt natürlich auch noch die Herz-10 da reinwerfen können, wäre egal gewesen. Er kriegt jetzt immer zum Schluss noch die Herz-10 mit seiner Trumpf-10 Glückwunsch, und Daniel. gewinnt das Ding hier.
Ich wusste es genau. 66. Also hat Daniel hier Ja, der richtig war sehr gut fahrlässig gedrückt gespielt und und schön gedrückt von dem Daniel. also er Ah. hätte gar nichts mehr machen können, Schön der Eddie. gedrückt von dem Daniel. Nicht zu früh wegschmeißen und da sind dann auch wieder die beiden Asse im Stock. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit jetzt auch genau steht, dass ich die Dame spiele von dem bestellten Ass von ihm. Das ist wirklich brandheiß. So, Kreuz. Das ist filmreif und das Schöne ist, ausnahmsweise sind wir ja hier sogar mal beim Film. Ausnahmsweise Kreuz. Ah. Ja, ich habe das Gefühl, Ja, hier die auch steht Drückung ist sehr gut gerade die Karte für ihn. aufgeflogen, Trümpfe aber 3-2, das ist Karo schlimm. 2-2. Ist im Prinzip auch gefahrlos das Spiel für Daniel. Er hat das Spiel komplett geschlossen gespielt. 15. Da hätte man vielleicht auch einmal geöffnet spielen können, aber ist auch vertretbar, dass er den komplett geschlossen spielt. So stark ist die Karte nicht in Hinterhand. Aus und gewonnen. Bei der Kartenverteilung ist sie natürlich sehr stark. So, hier hätte ich jetzt auch Oder wer gepasst an der gefunden? Stelle. Ja, hier hätte ich auch keine 18 gesagt. Du überlegst, ob du Ja. reizt. Das kann, das ist schon wieder, das ist schon wieder. Das findest du verdächtig? Ja, es ist auch verdächtig. So, er hat Aha, hier ich mit sehe erstmal ein 3 Sechstrümpfer. Kreuz 10 ist blank. Ass König, Ja, er hat zwei zwei kleine schwache Herzen Herzen und und dann zwei wirst du kleine sehr wahrscheinlich Kreuz Piken. Ass König Wobei bei Blatt Pik hat er haben. den König. Dann nützen mir hier die vier Trumpf wohl auch nichts. Muss ich irgendwie komisch abwerfen? Nö, ich kann ja ohnehin keinen Vollen da erzwingen. Ja, für Eddie natürlich Ja, glücklich, dass die Kreuz weg 10 ist blank weg. steht. Er hat Kreuz Ass König hat er natürlich in der Hand. Gucken wir mal, wie So, du jetzt drittest. Zwei war schon dazwischen. klar, wo er Herz Ass spielt, was gestochen wurde, dass beide Piken in der Hand sind, ne? Jawohl, Also er hat ja nur die dann Wahl, entweder natürlich noch Pik Kreuz Lusche König und König Pik oben zu Lusche lassen König. oder Nicht mal Herz blank Lusche spielen, ja. Lusche. Er hatte sich jetzt für Lusche König in Pik Pik entschieden, hätte ich wahrscheinlich 10 auch so bringt was, gemacht, Herz 10 kann ich dir auch weil nicht mehr da dann die vorbei Chance ist, dass Ass und 10 in einem Stich fallen spielreifen. und Denn er dann du der hast ja nicht König Lusche hoch ist. Dame, sondern Lusche König. Dann können wir es auch ganz easy spielen. So, jetzt. Zu dem Zeitpunkt sind sie ja noch ganz dicht aneinander. Einmal geöffnet. Ja, das war so ein bisschen Wo kommt diese Verzweiflungsdame Herzdame jetzt her? von Daniel. Er hat ein Wo will schlechtes er? Wo willst du Ausspiel. hin? Er wollte nicht zu lange überlegen und deswegen hat er mal Kommt dann sechsmal leicht Trumpf verzögert und er diese Dame schnippelt. Er gespielt. schnippelt und hat ja alles richtig gemacht. Dame War ja durch war das Spiel operativ. dann Schneider. Habe ich zu Ich lange war gerade. gezuckt, bis der kam, ne? Hast du ihn mir nicht mehr für blank abgenommen? Muss ich sonst mit meinen Blanken ein bisschen mehr. Ich hätte jetzt gedacht, dass du dir sogar eine Strategie, dass der Blanke jetzt erstmal 10 Sekunden verzögert wird, damit er nicht mehr so blank aussieht. Ah, okay, das hast du schon Auf jeden berücksichtigt. Fall sieht es jetzt eventuell nach Schneider aus. Ich weiß nicht, ob. Ja, was soll da noch? Ich schaue, wir machen gerade genau zwei Stiche mehr, ist da ja nicht zu. Steht sogar die beiden alten blank. Ich werde mal den Rest direkt schenken. Denn 3, 18, 21 kriegen wir nur. So, jetzt ist keine so gute Karte mehr bei Daniel. Krank zweimal geöffnet. Ja, er kann nur Ja, zwei der Stiche sieht ja wieder abgeben, gut absolut unverlierbar. aus. Hier geht es Ist nur um auch wieder Schneider mal gar frei und nichts. das erreicht er dadurch, Ja, dass Herz Ass ist hier einfach nichts. bestellt steht. Dann kann er nämlich noch Karo Ass auf Herz wimmeln Kommen wir gut raus. und Einmal Herz dadurch sind sie tauchen. aus Zum dem Glück Herz Schneider Ass nicht raus. blank. Ist natürlich, hier können wir hier relativ schnell mal abkürzen, das Spiel. Und Eddie hat sich einen kleinen Vorsprung rausgearbeitet. Du hattest es ja zwischendurch noch angemerkt, ne?
gefühlt gewinnt immer der, der den Tisch eröffnet, ne? So gesehen Sagen wir jetzt mal. hier auch fair, dass ich dich ab und zu auch mal einen Tisch eröffnen lasse. Ich habe auf jeden Fall, ich habe. Oh. Also ich muss dazu sagen, ich finde diese Serie von Rondeau-Spielen gegen Eddie Ja. grandios. Habe ich auch schon in jedem, das ist ja jetzt schon das sechste Video Ein geschlossener Gang. mit dem Das sieht man beim Rondue ja übrigens Einführungsvideo. ganz selten. Und ich Das habe sieht das, man glaube gar ich, nicht auch in selten. jedem Ist ja Kommentar meistens dann geschrieben. irgendwie so ein Ding, Aber. was doch so ein Tempoproblem haben könnte, ne? So ein zweieinhalb Farben Gang oder irgendwo so ein nicht ganz solider Viererzug. Ass zu viert vielleicht irgendwo. Wo dir ein bisschen oder ein bisschen Sorge hast. Oder sogar mal irgendwie eine einfach oder zweifach bestellte 10 im Blatt. Ist auch nicht leicht für mich, den Also ich hätte, glaube aufzuschlagen. ich, bei der Karte die blanke Ich Karo sehe 8 natürlich die Chance, ausgespielt. dass hier was los ist oder hier was los ist, aber der hier, der kitzelt mich, der Aufschlag. Der kitzelt mich oder der. Ich glaube, wir machen mal. Ah, wenn es ein Tempoproblem ist. Ich glaube, wir machen mal den Aufschlag hier. Aha. Drei Buben, viermal Karo. Da war die befürchtete Problemstelle. Also es ist ja relativ klar bei der Karte, Und dass er dann hier die sind Pik da 10 noch gedrückt hat. drei Also er hat hier die Schwächen im Blatt, drei Buben beziehungsweise hat er fünf da. vorm Er hat Drücken. Karo Ass 10 Dame Lusche Herz, sieben Dame, und Pik, zehn Lusche dann und Kreuz hat er Blank. eine Pik Lusche gedrückt Naja, und aber vermutlich wirst wahrscheinlich du Kreuz blank gedrückt haben und Pik 10. Kreuz Blank, genau. Und Herz Dame im Blatt behalten haben. Aber er hat es anders gemacht. Er hat die Nee, die Pik beiden 10 Herz oben gedrückt, Pik 10 oben. gelassen Das ist natürlich die und hat zweite Herz Variante. Dame Lusche gedrückt. Also eine Variante von Eddie, die Ja, sehr das war, wie man sieht, eher jetzt unwahrscheinlich ist. egal. Karo Aber König nicht dadurch, dass zumindest. der Karo nicht zu Deswegen dritt komme ich steht, jetzt auf stört ihn das gar 49 nicht groß. Er hat in jetzt den hier die neuen 21 Fehlstichen. gestochen Ja, wenn Karo und. König zu dritt steht, dann wäre vielleicht hier die Herz 10 auch noch nicht sofort im ersten Schuss reingegangen, ne? Ja. Also Eddie gibt jetzt noch die Wobei auch das dann der 28 in Fehler, Pik es kann ab. ja auch sein, ich habe einfach 13 gedrückt und Plus drei Nummer blanke Luschen oben 21 wegen der Geschichte. im Aber Kreuz. natürlich hat man Herz 10 dann noch zu laden unter Umständen. So, hier ist nichts mit Abstich und so weiter und so fort. Also können wir jetzt Eddie hier kann jetzt erstmal das mal Spiel einfach einfach mal mal runterspielen. Bauernspielchen machen. Es passiert hier nichts mehr. Maßnahmen ab. Jetzt wirklich nichts verändern. Ja, grenzwertig. So, interessante Drückung auf jeden Fall von Eddie hier, dass er die Pik 10 Ja, nicht wo wäre gedrückt diese hat. Liste gewesen, wenn Daniel seinen Pik auch verloren hätte? So, hier hat er Wo natürlich wäre einen die super Liste Pik, gewesen? 6 Die wäre Trümpfe, nicht Ass gut 10 gelaufen. Auch Lusche, so habe ich ja nicht mal das Blanke. Gefühl, dass sie besonders. Hier hat er gar keine Chance, Naja, aus dem Schneider zu den kommen, weil die Karo Schönheitspreis 2-2 und stehen. bei dem Spiel gewonnen auf jeden Fall. Na gut, da kann ich doch auch dann Pik mit 10 So, oben jetzt gelassen, kriegt er das noch finde ich mal, echt jetzt kriegt beeindruckend. Das muss ich Daniel wirklich noch mal eine mal Riesenkarte im Spiel anerkennen. 23. Er spielt hier in Granghand zweimal geöffnet. Also der mit Pinke hätte Krank der jetzt zweimal hier auf dem die Hand. Pinke Darauf wäre gezogen. ich jetzt übrigens überhaupt nicht gekommen, tatsächlich. Kurz vor Schluss noch mal versuchen, wieder ein bisschen ran zu robben. 300 war ich ungefähr vor, 300 und ein paar zerhackte. Die hast du mir ja in der Serie locker abgenommen. Mal gucken, wie es nach dem Spiel aussieht. Dann können wir wieder ein bisschen rechnen. Dann ist das wahrscheinlich wieder eng zusammen. Es sei denn, du überraschst mich jetzt und ich krieg das Ding irgendwie mit dem Herz- oder Kreuz-Ass-Abstich auf die Fresse. Tja, Eddie hat schon ein bisschen was Aber auf verraten. Er jeden hätte Fall, das. niemals gedacht, dass er einen Grand Hand spielt. Das heißt natürlich, dass Eddie die beiden Buben hat. Das ist eigentlich schon relativ durch diese Aussage. Und er wird auch mindestens zwei besetzte Zehen haben. Hat schon wieder ein bisschen in der Eröffnung gedauert. Also, dass es jetzt glatt steht, das, da glaube ich jetzt schon nicht mehr dran.
Und es ist auch so, Eddie hat jetzt hier die Herz-10 besetzt, er hat die Pik-10 besetzt und er hat die beiden Buben und ist kreuzfrei. Aber ja, das stört den Daniel nicht so sehr. Guck mal einer an. Jungs zusammen, sechsmal Kreuz. Karo zu dritt. Vielleicht. Pik auch. Außer es liegt ein Junge zum Beispiel. Außer es liegt ein Junge. Ist, glaube ich, so könnte Vielleicht man. liegen auch zwei Jungs. Gut, ich glaube, erstmal nehmen wir mal das Karo Ass mit. Das ist ja ganz leicht. Den König wollen wir erstmal haben. Das Vielleicht sind liegen auch zwei Jungs. 26. Ja, ich glaube, das ist doch trotz alledem relativ einfach, Also was er ne? hier natürlich verhindern muss, dass es So diesen kommen wir schon mal auf Kreuzabstich gibt. 30. Aber er spielt sogar auf den Dann Kreuzabstich, weil er soll sagt, die Herz wenn 12 er nicht Herz weitergehen. 10 sticht von Eddie, Kommen dann 40. hat er das Spiel gewonnen. Er hat jetzt nämlich schon Kommen 54. über 50 und Wie mit viel hast du? Herz 54 schon? Bin jetzt nicht ganz sicher, ob es stimmt. Das Bube hört sich liegt und ja rechts richtig nicht. gegen. Das hört sich schon ganz gut an. 23. Meine Herzszene. Ah, die liegt. Guck Ja, mal, Herr dann hat Zehn er lag im liegt auch Skat. Nee, er deutlich hatte noch nicht mehr. über Richtiges 50. Herz Lusche. So, guck mal, jetzt sind es wieder die 300. Aber mit Herz 10 gewinnt er das Spiel und deswegen hat er Aber das das natürlich lassen wir richtig den mal so im kalkuliert. Stehen. Er Es waren hätte 300. das Spiel natürlich auch anders spielen können. Er hätte Junge, So, Junge spielen können. ich gebe dir eine Chance, Daniel. Dann hätte er auch keine Danke. große Gefahr Einmal offen. gehabt. Wieder einmal offen. Ja. Wieder eine Chance, mich zu blamieren hier mit einer schönen Eröffnung, Er wa? hatte ja genug Der Einzige, der sich hier, Abwurfkarten. ja, So. nee, ganz sicher. Was machen wir denn da mal auf? Der oder der? Gerang einmal offen. Ja, bei dem Ist auch letzten wieder nicht Spiel, leicht also hier. Eddie hatte Kann zum natürlich Schluss ein natürlich gute Rohrkrepierer sein. Karten. Ist ein Rohrkrepierer. Und ja, Gerang mit dieser Vieren. Zug war jetzt auch nicht so ganz so toll. Dadurch Na gut, leicht war fast eine weiterzuspielen. Schneidergefahr, aber weil er jetzt hier Pik frei war, konnte er halt die zwei vollen auf Pik Oh kriegen und ja, noch das das eine volle auf Karo. weiterzuspielen. Und Ja, dadurch wenn ist man er einen halt Schub hier aus dem schneiderfrei Schneider ist. gekommen. Ja. Oh, So, so, da geht's hier hin das und du hast war's wieder dann. ein Also glattes Ergebnis. der Daniel hatte vorher 300 Punkte vor, jetzt hat er 500 Punkte verloren knapp. Also ist er jetzt ungefähr 200, knappe 200 Punkte hinten. Also wahrscheinlich sogar etwas mehr als 200 Punkte. Ich weiß es nicht ganz genau. Er hatte gesagt, müsste man sich alle Listen nochmal angucken. Es war auf jeden Fall eine sehr schöne Liste. Und wir können mal sehen. Ich habe hier auch die Liste schon positiv bewertet. Und ich habe auch einen Kommentar dagelassen. Ich lese dir mal vor. Ich liebe dieses Format. Das ist einfach Spitzenklasse. Danke an die Kontrahenten. Bei dem Null wäre ich nie auf die Herzidee gekommen. Aus zwei Gründen. Erstens ist 8 und 9 zu stark, um Herz zu halten. Zweitens die Aussage von Eddie, dass 78%, dass er 78, mit 78% gewinnen müsste, deutet auch auf Karo 8 und 9 hin. Sonst wäre diese Aussage nicht korrekt von Eddie und man spielt eigentlich normalerweise, was solche Aussagen angeht und wenn man sich darüber unterhält, fair. Und so hätte ich Eddie auch eingeschätzt. Und wie gesagt, danach habe ich geschrieben, leider kam es danach gleich zu die etwas zu optische, mystische Einschätzung von Spiel Nummer 8. Spiel Nummer 11, grandios gedrückt. Nach dem Ausspiel von Eddie war das Spiel für Eddie nicht mehr zu gewinnen. Es wäre nur ein Trumpfaufschlag mit einem Trumpfaufschlag von Eddie geschlagen zu gewesen. Aber so, das spielt ja so keiner. Insgesamt hat mir Eddie diesmal besser gefallen in der Liste. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Liebe Grüße von Quantus. So, was ein Battle. Leider fehlte mir die Glocke. Ja, stimmt, die Glocke wurde nicht aktiviert. Der SK hat hier geschrieben, den 0 hätte ich Karo 8 und 9 geglaubt, genau wie ich auch. Und dann hat er noch geschrieben, für Spiel 12 steht der Gewinn für dich. Oder sehe ich das falsch? Nee, also erst nach dem Ausspiel, Mika oder Miki, danach war das Spiel nicht mehr zu gewinnen. Vorher, wenn er tatsächlich Trumpf ausspielt, der Eddie, gewinnt er dieses Spiel und Daniel verliert es. Ja, also ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Video euch auf jeden Fall anschaut.
fünfte von zwölfte Serie. Der Link ist auch in der Videobeschreibung. Lasst doch mal einen Kommentar da und vielleicht auch mal hier so einen Daumen nach oben. Würde mich freuen. Und sicherlich auch den Daniel und auch den Eddie. Und schaut euch die anderen Sachen auch an. Richtig geile Sachen. Also, und lasst auch da eine Bewertung da. Daniel gibt sich so viel Mühe und hat jetzt hier den Eddie, einen der besten Spieler der Welt, dazu gewonnen, sich hier zu outen, wer er ist. Und das gehört auf jeden Fall auch, ja. So, nee, ich habe leider keine Zeit. 14 Uhr kann ich nicht mitspielen. Ich muss gleich meinen Sohn abholen. Und für mich war es das für heute. Es wird heute kein Video, kein Stream mehr geben. Ein Video vielleicht noch, aber ein Stream auf keinen Fall. Und morgen erst abends wieder. Ich bin morgen den ganzen Tag unterwegs. Vormittags muss ich noch den Aufsatz schreiben mit meinem Sohn. Und ja, also das war's dann von mir. Ich sage tschüss und bis morgen Abend wieder.